Wir machen heute einen Streifzug durch die Münzen der deutschen Nebengebiete. Ich habe da einige Neuerwerbungen machen können, 29 Stück an der Zahl. Geht einmal durch die besetzten Gebiete Erster, Zweiter Weltkrieg, dann ist noch ein bisschen Danzig dabei und noch ein paar Münzen der deutschen Kolonien. Mit dazu habe ich hier auch mein aktuelles Album, um vielleicht auch ein paar Vergleichsstücke mal herzuziehen, was bisher so in der Sammlung war. Und da fangen wir an mit den besetzten Gebieten Erster Weltkrieg in Belgien. Da haben wir hier eine sehr schöne 5-Cent-Münze von 1916. Leider heute draußen ein bisschen wechselhaft, Sonne und Wolken, deswegen hoffe ich, man kann soweit trotzdem alles erkennen. Dann haben wir hier die 10 Cent, ebenfalls von 1916. Auch die in einer sehr guten Erhaltung. Dann ein bisschen schlechter die 25 Centimes von 1917. Trotzdem noch in einem guten Zustand. Und eine Neuerwerbung, die für mich auf jeden Fall ein Grund war für den Kauf. Eine sehr gut erhaltene 50 Centimes Münze. Das höchste Nominal, was wir da hier finden. Und diese aus dem Jahr 1918. Was hier nicht dabei war, das war das geplante Königreich Polen. Da hatte ich dieses Jahr aber auch schon ein paar Neuerwerbungen machen können. Die haben wir hier einmal im unteren Bereich, vor allem auch mit den beiden verschiedenen 10-Pfennig-Münzen mit der Umschrift einmal nah und einmal fern vom Rand. Hier oben mal die 4 Münzen aus Belgien, die ich da bisher hatte, zum Teil auch aus Kiloware herausgefischt. Zum Beispiel hier der 5er von 1916, der ist in einer besseren Erhaltung, den habe ich mal separat gekauft. Hier diese Münze stammt aus Kiloware, genauso auch hier der 10er stammt aus Kiloware. Dann machen wir weiter besetzte Gebiete im Zweiten Weltkrieg. Da haben wir ein paar Münzen aus Böhmen und Mähren. Da haben wir die 10 Heller. Von 1941. Dann die 20 Heller. Ebenfalls 1941 geprägt, in einer ansprechenden Erhaltung haben wir hier die 50 Heller, der dann von 1943 und ebenfalls in einer ansprechenden Erhaltung die eine Krone, auch von 1943. Da habe ich schon ein paar schöne Exemplare in der Sammlung. Gerade auch im Bereich der 50er und der eine Krone Münzen sind schon einige da. Aber auch hier oben bei den Kleinmünzen, bei den 10ern und bei den 20ern ist schon ein bisschen was vorhanden. Und dann haben wir noch Polen. Halt, fangen wir hier vorne an, wie es sich gehört. Mit einer 1-Groschi-Münze. Oder 1 Grosch ist ja hier die Einzahl. Von 1939. Dann die 5 Groschi, auch diese mit Loch.
ebenfalls von 1939. Die 10 Groschi von 1923. Die 20 Groschi ebenfalls von 1923. So, da haben wir sie. Und die 50 Groschi auch hier noch in einer ziemlich guten Erhaltung. Auch die hat mir noch gefehlt. Von 1938. Neben dem Austausch von Qualitäten sind jetzt hier auch die fehlenden Werte dabei oder einige fehlende Werte, die ich schon längere Zeit haben wollte. Gehört ja auch irgendwie mit zum Deutschen Kaiserreich dazu, auch wenn es jetzt keine 2 und 3 Markmünzen oder 2, 3 und 5 Markmünzen sind. Ich drehe das hier jetzt einfach nochmal um. Ich hoffe, man kann das irgendwie erkennen. Hier die bisher vorhandenen 1, 5 und 10 Groschi und dann hier nochmal die 20 Groschi. Und wie gesagt, der 50er hat dabei bisher komplett gefehlt. Freue ich mich, dass der jetzt endlich da ist. Dann haben wir als nächstes die 4 Münzen des Saarlandes, die dann natürlich schon zur bundesdeutschen Zeit geprägt, von 1954-55, hier die 10 Franken dann in einer sehr hübschen Erhaltung die 20 Franken Hier ist es vor allem auch wieder ein Austausch von Qualitäten. Die 4 Münzen an sich, die habe ich schon in der Sammlung vor vielen Jahren schon gekauft. Bestimmt schon vor 6-7 Jahren. Aber eben nicht in den hier vorliegenden Erhaltungen. Die 50 Franken, die teuerste Münze des ganzen Satzes, auch die richtig hübsch anzusehen. Und dann hier nochmal die 100 Franken. Auch die in deutlich besserer Erhaltung, als ich sie bisher habe. Auch die nochmal kurz in die Kamera gehalten, die ich bisher in der Sammlung habe. Der 10er, der 20er. Der 50er, da sieht man das schon mit den Erhaltungen und auch hier beim 100 Franken ist es deutlich, dass da jetzt eine höhere Qualität vorliegt. Dann haben wir als nächstes die Münzen oder einige Münzen aus Danzig. Da fangen wir an mit den Einpfennigen. Da haben wir hier gleich 2 Stück im Video. Einmal von 1930. Und auch hier noch einer, auch noch richtig toll erhalten, von 1937. Dann haben wir hier 2 Pfennige, auch die richtig gut erhalten. Jahrgang 1926. Dann haben wir die 5 Pfennige. Die erste Ausführung 1923. Und die 10 Pfennige auch von 1923. Dann noch die etwas später geprägten Münzen
noch einmal 5 Pfennig von 1932. Und 10 Pfennig ebenfalls von 1932. Eine Münze, die für mich hier wieder neu ist, worüber ich mich ebenfalls freue. Der halbe Gulden aus Danzig. Die Ausgabe in Nickel. Auch in einer ansehnlichen Erhaltung die Münze. Und Jahrgang 1932. Bei Danzig kann ich bisher auch noch gar nicht so viel vorweisen. Ich zeige da auch noch mal eben. Bei Danzig kann ich auch noch gar nicht so viel vorweisen. Auch hier mal die paar wenigen Münzen, die ich bisher zumindest im Album habe. Ich habe da noch einen halben Gulden und eine 2-Gulden-Münze in Silber. Die sind dann nochmal separat untergebracht. Und hier nochmal der 5er und der 10er, den ich bisher habe. Und da kommt jetzt auch ein bisschen was dazu. Dann haben wir noch ein paar Münzen aus den deutschen Kolonien. Und da beginnen wir mit Deutsch-Ostafrika. Und zwar mit einem halben Heller. Geprägt in Hamburg. Man sieht hier unten das Münzzeichen J. Aus dem Jahr 1906. Und ich denke, die Bilder sprechen schon für sich. Die Münze ist richtig schön. Genauso wie auch die nächste. 5 Heller. Geprägt in Berlin. Mit einer ansprechenden Patina. Wenn man das hier so schön ein bisschen im Licht dreht. Geprägt 1913. Dann haben wir eine 20-Heller-Münze. Ist dann inzwischen die 4. Münze dieser Art in meiner Sammlung. Hinten dann mit der schmalen Jahreszahl. Da zeige ich dann auch gleich noch mal etwas in die Kamera. Und zwar, ich halte es mal ein bisschen weiter runter. Das sind bisher meine Münzen aus Deutsch-Ostafrika. Dazu kommt noch eine Viertelrupie und die eine oder anderen bekannten eine Rupie in Silber. Auch die habe ich hier nicht mit auf der Folie, sondern dann gekapselt. Und da haben wir hier unten eben auch 3 20-Heller Münzen in verschiedenen Ausführungen. Dann hier die große 5-Heller Münze, eine 10-Heller Münze. Dann nochmal eine 5-Heller Münze. Hier unten, das sind ja dann die Notausgaben aus Tabora. Und noch einmal gedreht, hier oben einen Pesa von 1890. Und nochmal halb Pfennig und ein Pfennig Münzen. Bei den 20-Hellern, da nochmal der Vergleich. Einmal auf der Rückseite, was wir da haben, hier zum Beispiel die dicke Jahreszahl. Im Vergleich dann hier links jetzt die dünne Jahreszahl dazu. Ein Unterscheidungsmerkmal für diese Münzen. Genauso dann wie auf der Vorderseite unterschieden werden kann zwischen den Blättern hier unten und auch zwischen den Ausprägungen des Ls.
Da habe ich leider nicht ganz so viele Vergleichsstücke dazu. Die sind aber auch zum Beispiel im Jägerkatalog ausführlich bebildert oder dann auch online natürlich zu finden. Ich hoffe, dass ich da mal noch ein, zwei Exemplare mit in die Sammlung kriegen werde, wo ich das dann ein bisschen besser vorstellen kann. Und dann noch eine Münze, ein bisschen unscheinbar vielleicht auf den ersten Blick, aber preislich teurer als alle anderen Münzen, die wir hier auf dem Tableau haben, zusammen. Und zwar deutsche Kolonien vor dem Ersten Weltkrieg aus dem Deutsch-Kiao-Chu-Gebiet. 5 Cent aus dem Jahr 1909. In der Erhaltung vorzüglich bis Stempelglanz. Und da ich auch gebeten wurde, auch mal ein paar Preise mit anzuführen. Also diese Münze hier hat mich 480 Euro gekostet. Und ist eine von zwei Münzen, die man aus diesem Gebiet überhaupt haben kann. Denn was direkt Münzen sind und keine Wertmarken, gibt es hier eben nur die etwas preiswertere 5-Pfennig und die etwas teurere 10-Pfennig-Münze. Auch eine Münze, die ich schon lange haben wollte. Und ja, jetzt hat es endlich mal geklappt, auch für einen etwas besseren Preis, sage ich mal, als ich sie sonst vielleicht gekauft hätte. Und auch mit einer Erhaltung, mit der ich voll zufrieden bin. Nur was ich eben nicht wollte, waren dann Münzen in der Erhaltung sehr schön oder sehr schön bis vorzüglich. Ich glaube, da hätte ich mich in ein paar Jahren dann einfach darüber geärgert. Das sind also die aktuellen Neuerwerbungen und der Rest, den wir hier haben, das waren ca. 220, 230 Euro, die ich bezahlt habe als Konvolut. In diesem Sinne bedanke ich mich fürs Zusehen. Ich hoffe, dieser kleine Streifzug durch die deutschen Nebengebiete hat euch gefallen. Natürlich sind das jetzt hier nicht alle deutschen Nebengebiete, nicht alle Münzen, die es da gibt. Auch da gibt es ja sehr, sehr teure Münzen. Und ein separates Video aus der Reihe Die Münzen Deutschlands ist in Planung, wird aber dieses Jahr nicht mehr kommen, das dann frühestens im nächsten Jahr, denn auch da brauche ich noch ein paar Münzen und ein paar Bilder, um das Ganze schön darzustellen. In diesem Sinne bedanke ich mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Video. Tschüss!